Ja, herzlichen Dank, Hannes, für die freundliche Begrüßung und Einführung, für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Das ist mir eine große Ehre. Und herzlichen Dank auch Oikos Köln und allen Unterstützerinnen und Unterstützern für den Support und für die Organisation hier einer solchen auch Pionierveranstaltung, einer wichtigen Veranstaltung. Ja, ihr habt die Ringvorlesung Polarschmelze, Polarisierung, Pluralismus, ökonomische Fragestellungen unserer Zeit genannt. Ich möchte mir aus diesen vielen wichtigen Themen den Pluralismus rausgreifen und mit ihm die ökonomischen Fragestellungen unserer Zeit nach einer Neuausrichtung der ökonomischen Wissenschaft. Zwar hat diese mit der Pluralo-Bewegung seit 2012 ein Forum und auch eine gewisse Öffentlichkeit bekommen, doch findet sich diese Diskussion und das Ringen um die Grundfragen einer ökonomischen Wissenschaft aus meiner Sicht ja, in den Studiengängen, institutionell verankert in Modulheimbüchern, noch zu wenig Beachtung. Mit Friedrich Wieser möchte ich Ihnen und euch heute einen Denker und Staatsmann vorstellen, der sich noch in einer Kultur des Dissenses, des Streits und des Ringens um Grundfragen von Wissenschaft, um die Grundlagen einer Wirtschaftswissenschaft vorfinden durfte und konnte. Mit einer Vorstellung der Wiesersschen Grundlegung einer Wissenschaft der Ökonomie, die er Wirtschaftstheorie nennt, möchte ich rückverweisen auf eine Tradition des Diskutierens, und zwar eine Tradition des Diskutierens auf wissenschaftsphilosophischem, erkenntnistheoretischem, ideologischem Level. Anhand seiner Stellungnahme zu dieser Frage, also was bedeutet es, eine Wissenschaft der Ökonomie einzurichten, möchte ich genau diese Fragen hier in den Kreis geben und damit mit euch ins Gespräch kommen. Deswegen der Untertitel dieser Vorlesung. Und das mache ich nicht unbedingt, weil ich Wiesers Position vertrete oder hier auch als die Lösung für irgendwie Grundfragen einer Neuausrichtung der Ökonomie anbieten möchte, sondern weil ich es sehr hilfreich finde, sozusagen jemanden, der noch sich rechtfertigen musste, der noch streiten musste, hier vorzustellen und zu gucken, wie hat er das sozusagen gelöst und daraufhin Fragen zu entwickeln, die uns heute in unserer heutigen Situation helfen können. Ja, Pluralismus in der Wissenschaft der Ökonomie bedeutet unter anderem auch einen Blick auf Peripherien, auf Randgebiete dessen, was als Wissenschaft gilt, was als Wissenschaft des Ökonomischen gilt und ja, beschäftigt sich mit Unausgesprochenen wie weltanschauliche Prägungen und scheinbar Selbstverständlichen. Und deswegen möchte ich mich mit diesen Peripherien in zweifacher Form widmen. Also einmal der Peripherie des Wissenschaftlichen, zu der Frage nach den Voraussetzungen des eigenen Denkens und des eigenen Arbeitens als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler, worüber man in meinen Augen zu wenig spricht, unter anderem in der ökonomischen Bildung. Also nach Fragen zu Sinn und Zweck von Ökonomie als Wissenschaft, warum brauchen wir das überhaupt, und nach der Ausrichtung und der Wirkung dieser Wissenschaft. Die zweite Peripherie, die ich ansprechen möchte, ist die Peripherie der österreichischen Schule. Und zwar sahen sich ja die Organisatoren irgendwie genötigt, die Schulzugehörigkeit von Friedrich Wieser in den Titel irgendwie mit einzubetten. Das liegt unter anderem daran, dass Friedrich Wieser, einer der kaum, ja, oder am gering bekanntesten von den ja, Vertretern, aber auch Begründern, wie Karl Menger zum Beispiel oder Böhm-Bawerk oder anderen Vertretern, Mises, Hayek, ist. Und das heißt, ich werde heute hier eine Seitenlinie vorstellen, eine Seitenlinie der österreichischen Schule. Eine Seitenlinie, die ich gar nicht unbedeutend finde, weil aus ihr unter anderem ein sehr bekannter Vertreter der österreichischen Schule, Friedrich Hayek, entsprang, der Schüler von Wieser war und bei ihm promoviert hat. Das heißt, ich werde mich nicht der österreichischen Schule hier als solches widmen, das wäre viel zu komplex und so ein heterogener Trupp, das möchte ich hier nicht wagen, es wäre eine sehr langwierige Geschichte. Sondern ja, einem Begründer der Schule mich heute widmen, Friedrich Wieser, der aus meiner Sicht interessanterweise ja, zu wenig oder wenig Beachtung findet, gerade was seine methodologischen Arbeiten angeht. Also ich werde euch auch nicht jetzt hier die Wertdoktrin oder Wertphilosophie von Friedrich Wieser darlegen, sondern auch das, was in der Sekundärliteratur über Friedrich Wieser eher am Rande steht, also die Peripherie der Peripherie sozusagen. Der Beitrag eines genaueren Hinsehens auf die Peripherien ökonomischen Denkens in diesem Falle und damit auch ein Beitrag des Pluralismus in der Ökonomie als Wissenschaft ist es meines Erachtens,
den Radius der eigenen Aufmerksamkeit zu vergrößern. Also dessen, worauf man reflektiert als Wissenschaftler, warum man das eigentlich tut, was man tut. Ja, warum man, oder andere, wenn man es selber nicht getroffen hat, die ethischen Entscheidungen, grundlegenden Entscheidungen, die getroffen werden und getroffen werden müssen, so oder nicht anders getroffen hat. Zum anderen wird man oft feststellen, wenn man sich diesen Peripherien der Reflexion widmet, das ist zumindest meine Erfahrung, dass es sich hierbei vielmals nur um eine Peripherie des eigenen Denkens oder des Denkens der eigenen Wissenschaft, hier im besonderen Falle der ökonomischen Wissenschaft, handelt. Und ja, und dass es eigentlich eine ganz große Tradition gibt in unterschiedlichen anderen Disziplinen, an die man gut anknüpfen kann. Und ich finde, dafür ist Friedrich Wieser ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wie soll das hier alles vonstatten gehen? Kurz hier die Gliederung. Nach einer kurzen Einführung, beziehungsweise in der Einführung, möchte ich einen kurzen Anknüpfungspunkt zu vielleicht dem einen oder anderen hier liefern, indem ich kurz das Selbstverständnis der ökonomischen Wissenschaft als Wissenschaft, wie sie in den ökonomischen Lehrbüchern, die hier in den Vorlesungen verwendet wird, beziehungsweise ich weiß nicht genau, was hier in Köln verwendet wird, aber in weiten Teilen der Welt zur Einführung verwendet wird, mir einmal kurz anschaue, damit wir sehen, okay, wovon oder was kriegen Leute mit, die Einführungsveranstaltungen in ökonomischen Grundlagen, Studiengängen belegen, was kriegen die überhaupt mit an diesen Grundfragen der Ökonomie. Genau, und hier will ich einfach nur einen kurzen ersten Eindruck, einen Blick auf die wenigen, muss man sagen, Stellungnahmen in den Lehrbüchern werfen. Im Anschluss komme ich dann zu demjenigen, um den es hier heute gehen soll, Friedrich Wieser. Ich werde kurz eine biografische Einführung machen, einfach weil ich das wichtig finde, um sozusagen seinen Sprachgebrauch nachvollziehen zu können, zu wissen, warum er so denkt, wie er denkt. Dann werde ich in aller gebotenen Knappheit, um euch nicht zu lang zu beanspruchen, auf seine Wirtschaftstheorie und sein Verständnis von Wirtschaftswissenschaft eingehen und in den zwei folgenden Schritten die Verschränkung von Methodologie und Gesellschaftstheorie, die sich sozusagen in seiner Wirtschaftstheorie entfaltet, ganz kurz erläutern. Abschließend, nach einer kurzen Zusammenfassung, möchte ich einige Grundfragen der Ausrichtung, Neuausrichtung der Ökonomie als Wissenschaft formulieren. Dann können wir die gerne nutzen, um damit dann gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Die erste Frage, die man an die Ökonomie als Wissenschaft oder anders gesagt der Wirtschaftswissenschaft, der Ökonomik, der Nationalökonomie oder politischen Ökonomie herantragen kann, ist die Frage, was ist das überhaupt? Was soll das? Franklin Bernanke, ja, Verfasser eines ziemlich auflagenstarken und bekannten Lehrbuches, tun das gleich zu Beginn. If economics is not a set of durable facts, then what is it? Fundamentally, it is a way of thinking about the world. Over many years, economists have developed some simple but widely applicable principles that are useful for understanding almost any economic situation. Sie definieren die Wissenschaft der Ökonomie also als eine Art des Denkens, die aus umfassend anwendbaren Prinzipien besteht. Ihr kennt das vielleicht aus Mankiw, die 10 Prinzipien der Ökonomik. Und die Prinzipien bzw. diese Art des Denkens soll helfen, nahezu jede Situation oder jede ökonomische Situation zu verstehen. Sie gehören damit zu denjenigen, die die Wirtschaftswissenschaften im Anschluss an Gary Becker über ihre Herangehensweise, ihre Methode und nicht über ihren Gegenstand definieren. Das thematisieren sie allerdings nicht. Jo, die zweite Frage, die man stellen könnte und welche in den Lehrbüchern auch gestellt wird: Was macht die Haltung eines Ökonomen oder einer Ökonomin überhaupt aus? Economists try to address their subject with a scientist's objectivity. The essence of science, however, is the scientific method. The dispassionate development and testing of theories about how the world works. This method of inquiry is applicable to studying a nation's economy as it is to studying the Earth's gravity or species evolution. Die Haltung ist also eine oder soll also eine der Objektivität eines Wissenschaftlers sein. Hat man vielleicht das ein oder andere Mal schon gehört. Der Satz, der uns erklären sollte, was das bedeutet, den habe ich nicht hier in den Klammern weggelassen. Der kommt nicht, beziehungsweise kommt er dann in dem Satz danach.
dass es sich scheinbar auch hier in der Wissenschaft hauptsächlich um eine Methode handelt, beziehungsweise dass man Wissenschaft ausgehend von ihrer Methode her versteht, die sich durch eine leidenschaftslose, dispassionate Entwicklung und Anwendung, Testing und Apply wird hier oft synonym verwendet, von Theorien über die Funktionsweise der Welt auszeichnet. Diese, also diese Haltung der Objektivität sei dieselbe, gleichwohl es irrelevant sei, ob der Gegenstand der Wissenschaft jetzt ein Mensch ist, ein Stein, den ich runterfallen lasse, ein Tier und seine Evolution. An dieser Stelle sieht man eigentlich schon, obwohl das jetzt nicht so das Thema ist, was es bedeutet, eine Wissenschaft über die Methode zu definieren und nicht über ihren Gegenstand. Gegenstand wird entgrenzt, es ist eigentlich egal, auf was ich schaue. Hauptsache, ich schaue auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Gleichzeitig wird das dadurch resultierende Richtmaß für das eigene Sehen, für die eigene Haltung als Wissenschaftler eigentlich obsolet. Darüber hinaus möchte ich Sie und euch darauf aufmerksam machen, dass die Analogien, die hier zu anderen Wissenschaften gezogen werden, in diesen kurzen Kapiteln am Anfang, wo erklärt wird, was es eigentlich soll mit der Ökonomie als Wissenschaft, hauptsächlich Analogien zu Naturwissenschaften sind. Also hier Biologie und Physik zum Beispiel. In der Tat gibt es eine Tradition, auch in der Forschung, die derzeit auch durchaus prägend ist und gängig ist, die sich an diesem Wissenschaftlichkeitsideal der Naturwissenschaften ausrichtet und anschließt, die mit den Marginalisten im 19. Jahrhundert, also Ende des 19. Jahrhunderts, Jevons und Weyrat zum Beispiel, angefangen hat. Allerdings findet diese Tradition auch in den Lehrbüchern keine Erwähnung. Gut, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ich möchte noch zwei Punkte nennen. Sie spezifizieren, das habt ihr ja hier bestimmt auch schon zur Genüge gehört, diese Kunst des wissenschaftlichen Denkens, dieser Methode, als die Entscheidung, die richtigen Annahmen zu treffen. Also the art of scientific thinking, whether in physics, biology or economics, is deciding which assumptions to make. In der Tat scheint das einzige Handwerkszeug, welches sich ein Ökonom, eine Ökonomin als Wissenschaftler anzueignen habe, die Fähigkeit des Anfertigens und des Auswählens simplifizierender Annahmen zu sein. Die wenigen Ziele mit Zeilen, die die Lehrbuchautoren hierfür nutzen, zu der Erläuterung dieser Annahmen, widmen sich tatsächlich der Erläuterung dieser Kunst des Annahmentreffens. So, kommen wir zum letzten Punkt. Zu guter Letzt, meist unter dem Titel Normative und positive Analyse, weisen die Autoren der auflagenstarken und weltweit verbreiteten Lehrbücher auf eine besondere Eigenschaft der Wirtschaftswissenschaft hin. Economists have two roles. As scientists, they develop and test theories to explain the world around them. As policy advisors, they use their theories to help change the world for better. Nur, was ist dieses besser? Samuelson, der Urvater des ökonomischen Lehrbuches, füllt dieses besser noch inhaltlich. Er sagt, Society must strive to combine the discipline of the marketplace with the compassion of social programs. By using cool heads to inform warm hearts, economic science can do its part in finding the appropriate balance for an efficient, prosperous and just society. Das sind so seine Vorstellungen, wie Gesellschaft sein sollte. Packt das in sein Lehrbuch und gibt es sozusagen als Aufgabe oder Zielvorstellung einer ökonomischen Wissenschaft mit dem Studierenden oder der Studierenden. Der Ökonom vereint also in sich zwei Rollen, zwei Haltungen, einmal die des Wissenschaftlers und einmal die des Politikberaters. Das Ziel der Wirtschaftswissenschaften ist demnach die Einwirkung auf die Welt zu ihrer Verbesserung. Und ich gehe jetzt an dieser Stelle nicht darauf ein, auf die Diskussion, die lange Diskussion, um welche Verbesserung es sich da jetzt genau handelt. Wichtig ist mir an dieser Stelle, dass die Lehrbücher die Wirkmächtigkeit der Wirtschaftswissenschaften, sprich die Art des Denkens, so wie sie es darstellen und ihrer Prinzipien betonen. So zitieren sie sowohl Samuelson als auch Mankiw Keynes. The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed, the world is ruled by little else. Practical men who believe themselves to be quite exempt from intellectual influences are usually the slaves of some defunct economists. Madmen in authority who hear the voices in the air are distilling their frenzy from some academic scribbler of a few years back. Mankiw sagt dazu, these words were written in 1935, but they remain true today. Fassen wir also zusammen.
was lernen wir in den Lehrbüchern? Also wenn ich jetzt VWL studiere oder wenn ich VWL in Bayreuth studiert habe, was lernt man da, wenn man das Lehrbuch, also der Kanon sozusagen der ökonomischen Wissenschaft mir anschaue? Über ja, Grundfragen der Ökonomie als Wissenschaft. Einmal, das wird anscheinend von der Methode her aufgebaut, das Wissenschaftsverständnis, also nicht über den Gegenstand, sondern eine Art des Sehens und Denkens. Das Wissenschaftlichkeitsideal ist das einer leidenschaftslosen Objektivität, was sich sozusagen, wo der Wissenschaftler sich sozusagen als Person rausnimmt, um angemessen dem, diese Art des Sehens durchführen zu können. Wissenschaft sei die Kunst, Annahmen zu treffen, und zu guter Letzt vereint der Ökonom Politikberatung und Wissenschaft in dem Wissen um die Macht der Ideen, der ökonomischen Ideen. Das heißt, wenn wir jetzt hier schon zu Grundfragen der Ökonomie als Wissenschaft kommen wollen, dann, ob die jetzt das beantworten oder nicht, können wir schon mal diese hier vielleicht festhalten. Warum und wozu eine Ökonomie als Wissenschaft überhaupt? Was soll das Ganze? Was zeichnet sie als Wissenschaft explizit aus? Wie erkennt sie? Welche Haltung gegenüber ihrem Gegenstand nimmt sie ein? Und was ist ihr Richtmaß? Also was definiert oder an was kann man feststellen, ob man jetzt ein guter Wissenschaftler ist oder nicht? Gut, kommen wir eigentlich jetzt endlich zu dem, um den es heute gehen soll. Um Friedrich Wieser und wie gesagt, kurz erstmal eine biografische Einführung. Wer war Friedrich Wieser? Ich stütze mich hier auf seine autobiografischen Anmerkungen, die er in verschiedenen Reden und Ansprachen getroffen hat. Wieser, 1851 in Wien in eine Familie aus dem Hochbeamtentum geboren, wurde am Wiener Schottengymnasium, aus dem zahlreiche führende Persönlichkeiten der Politik und Wissenschaften hervorgingen, erzogen. Dort genoss er zusammen mit Eugen Böhm-Bawerk, seinem späteren Schwager und Mitbegründer der österreichischen Schule der Nationalökonomie, da sehen wir also eine erste Verbindung, eine klassisch-humanistische Bildung. Wieser interessierte sich in dieser Zeit hauptsächlich für historische Literatur. Als prägendes Ereignis nennt er die Lektüre von Herbert Spencers Einführung in das Studium der Soziologie, welches ihm neben seinem Studium der Rechts- und Staatswissenschaften sich der Volkswirtschaftslehre zuwenden ließ. Wir werden später sehen, welchen Einfluss Spencer bzw. die Soziologie auf sein Denken hatte. Bemerkenswert scheint mir hierbei sein zweijähriges Studium bei den deutschen Ökonomen Knies, Hildebrandt und Roscher. Seine Habilitation, die er 1884 mit der Arbeit über den Ursprung und die Hauptgesetze des wirtschaftlichen Wertes abschloss, folgte eine mehrjährige Tätigkeit als Professor und Rektor, unter anderem an der Deutschen Universität in Prag. Zu seinem Antritt hielt er 1901 die Rede über die gesellschaftlichen Gewalten. Wieser kehrte dann 1903 an die Universität Wien zurück. In diese Zeit fällt seine Auseinandersetzung mit einem anderen Bekannten, wo man sich auch streitet, gehört er jetzt dazu oder nicht, Josef Schumpeter, über das Wesen und den Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie, eigentlich auch unser Thema heute. 1914 verfasste Wieser im Rahmen eines von Max Weber geleiteten, umfangreichen Lehrbuchprojekts mit dem Titel Grundriss der Sozialökonomik einen ausgedehnten und systematischen, alles seine gesamten Werke bisher zusammenfassenden Beitrag zur Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft. Daraus werde ich sehr viel zitieren. Während seiner Lehrtätigkeit in Wien besuchte Friedrich Hayek seine Seminare der Volkswirtschaftslehre und promovierte 1923 auch bei ihnen. Das habe ich am Anfang bereits erwähnt. In diesem Jahr erschien der kleine Aufsatz Machtpsychologie, eine Kritik an Gustave Le Bon's Lehre der Massenpsychologie. Habt der eine oder andere vielleicht schon mal von gehört. Und nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, der ihn sehr beeindruckt hat, trat Wieser in den österreichischen Staatsdienst ein, deswegen sagt die Staatsmann am Anfang, und wurde Mitglied der Regierung des letzten österreichischen Kaisers. Kurz vor seinem Tod, 1926, stellte er sein letztes Werk Gesetz der Macht fertig. Mir war es ein Anliegen, hier auch die Titel seiner Arbeit euch und Ihnen zu präsentieren, damit man sieht, wie sich sozusagen auch die Thematik seiner Werke verändert hat und seinen Interessenschwerpunkt. Wir verfolgen jetzt sozusagen so ein bisschen, bis auf dass ich die Werttheorie sträflicherweise ein bisschen ignoriere, folgen wir sozusagen hier seiner Linie. Wieser war ein überaus, also seinen Werken zufolge, wenn man die sich anschaut,
ja, ein überaus und über die politischen Lager vor allen Dingen hinweg belesener, der nationalen wie internationalen politischen Ereignisse kundiger sowie historisch versierter Mann. Neben seinen Bezügen zu anderen Ökonomen wie Karl Menger, ebenfalls ein Vertreter der österreichischen Schule, Albert Schäffle, sei besonders die Prägung durch Herbert Spencer, Gabriel Tarth, Gustave Le Bon, Leo Tolstoi und Friedrich Nietzsche sowie Ferdinand Lassalle hervorgehoben, die er zahlreich zitiert, deren Kernbegriffe er aufgreift und die er kritisch diskutiert. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, dass es total schwierig ist, Wiese in eine Ecke zu stellen. Also man kann ihn weder sozusagen, egal ob jetzt politische Lager oder Theorie, es ist total schwierig, da ein sehr differenzierter Denker der Mitte eigentlich ist. Aufgrund seiner Belesenheit über die Grenzen seiner Disziplin hinweg, seines Engagements in der Politik wie auch die Führung der Universität Prag, sowohl die zeitliche Situierung des Jahrhundertwechsels und des Ersten Weltkrieges, stellt Wiese aus meiner Sicht eine Schlüsselfigur für das kultur- und ideengeschichtliche Verständnis nicht nur der Ursprünge der österreichischen Schule, aber eigentlich auch der Ökonomie als Wissenschaft dar. Besonders hervorheben möchte ich dabei seine Nähe nicht nur zur Rechtswissenschaft und Staatswissenschaft, sondern zur Psychologie, die um die Jahrhundertwende ebenfalls wie die Nationalökonomie in Österreich, unter anderem an den Universitäten Wien und Prag, die da sehr entscheidend waren, um ihr Wissenschaftsverständnis gerungen haben. Also die haben sich in einer Situation befunden, wo beide Disziplinen sich fragen mussten, warum, mit welchem Recht existieren wir und wie wollen wir existieren. Und das Ganze in einem Spannungsfeld zwischen exakter Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft hauptsächlich. Beiden Disziplinen stellt sich in dieser Zeit also die Frage, wie sie angesichts der als gescheitert empfundenen spekulativen Philosophie und Ökonomie empirische Wissenschaften seien und im Falle der Ökonomie dennoch reine Theorie bilden konnten oder können. Dabei scheint die Frage nach dem das Individuum übersteigende, dem Erbe der transzendentalphilosophischen Tradition des ausgehenden 19. Jahrhunderts, für die Gründerväter der sich nun mehr und mehr als wissenschaftlich verstehenden Disziplinen zentral zu sein. Wichtig scheint mir hier die Verbindung zwischen Karl Menger, Franz Brentano, Christian von Ehrenfels, falls wir irgendwie interdisziplinäre Gäste hier haben. So viel zu dem Umfeld seines Denkens. So, komme ich zum zweiten Teil schon, der Wirtschaftstheorie, beziehungsweise einem kurzen Griff auf sein Verständnis davon. Bevor ich nun darauf eingehe, möchte ich Sie und euch vorwarnen. Da kommen jetzt einige Zitate und auch einige längere Zitate. Ich habe die nicht aufgeführt, um Sie euch damit jetzt zu erschlagen, erst recht nicht bei so einem Wetter, sondern einfach um ein Mitlesen und ein Mitkommen zu ermöglichen. Es mag viel erscheinen, aber ich glaube, dass man dadurch ganz gut den Duktus von Friedrich Wieser, der uns ja hier heute interessiert, einen ganz guten Eindruck darüber bekommt. Nun. Was versteht Wiese also unter seiner Wirtschaftstheorie? Ich zitiere: Die Aufgabe der Wirtschaftstheorie besteht darin, den Inhalt der gemeinen wirtschaftlichen Erfahrung wissenschaftlich auszuschöpfen und zu deuten. Aus dem Sinne, wie er jedermann in seinem Kreise praktisch vertraut ist, leitet sie ihre theoretisch beherrschte Erkenntnis ab, die sie befähigt, den Sinn der Wirtschaft auch in solchen erweiterten gesellschaftlichen Zusammenhängen zu verstehen, die über die Erfahrung des Einzelnen hinausgehen. Wieser baut also sein Verständnis der Wirtschaftstheorie von einem Gegenstand der gemeinen wirtschaftlichen Erfahrung her auf. Aus dieser praktischen Erfahrung solle die Wirtschaftstheorie nun theoretische Erkenntnisse ableiten, die über den besonderen Kontext des Einzelnen hinaus ins Allgemeine gehen kann. Wieser ordnet die Wirtschaftstheorie in den Bereich der Geisteswissenschaften ein. In ihrem Rahmen will, laut Wieser, der Mensch sich erkennen lernen. Zitat. Das heißt der Hauptsache nach, er will das, was er erlebt hat, was er getan hat, verstehen lernen. Nur zum geringen Teile heißt es, dass er Neues, noch nicht Erlebtes, noch nicht Ausgeführtes in sich zur Entwicklung bringen will. Hiermit ist der Anspruch und der Ausgangspunkt sowie die Erkenntnisquelle der Wirtschaftstheorie formuliert, das Subjekt, also jeder von uns, auch der Wissenschaftler. Es gilt der Wirtschaftstheorie, laut Wieser, aus der Reflexion der eigenen Praxis heraus, den Sinn der Wirtschaft auch über einen selber und über das einzelne Individuum und seine Reichweite hinaus zu verstehen. Zitat, ihre Hauptaufgabe, die der Wirtschaftstheorie, besteht darin, aus Akten des Bewusstseins,
die bisher vorzugsweise dem praktischen Gefühle vertraut waren, das heißt mit Rücksicht auf immer wiederkehrende Situationen und oft herbeigeführte Erfolge, vertraut und hierbei so dunkel und so von der zufälligen Erregung abhängig waren wie das Gefühl selbst, klar gefasste und immer gegenwärtige Erkenntnisse abzuleiten, welche dem Verstande nun endgültig gesichert sind. Das soll die Wirtschaftstheorie schaffen. Diese Selbsterkenntnis sei, da sie im Bereich der Wissenschaft des Findens und Formulierens von Gesetzen stattfinde, theoretisch beherrschte Erkenntnis. Das allzu Bekannte werde in die Reichweite des Verstandes geholt und in seiner Sprache formuliert. Sprache des Verstandes, was auch immer das sei. Er sagt uns da nicht viel zu, beziehungsweise später. Wie die anderen Vertreter der österreichischen Schule formuliert Wieser sein Wissenschaftsverständnis ebenfalls vergleichend und abgrenzend mit dem Ideal der exakten Naturwissenschaft. Nur, dass Wieser, anders als seine Kollegen, einen Vorteil in der Zugehörigkeit der Wirtschaftstheorie zu den Geisteswissenschaften und ihrem Erkenntnisgegenstand, dem Subjekt, sieht. Nochmal ein kleines Zitat. Die Gruppe der Geisteswissenschaften, zu denen die Wirtschaftstheorie gehört, kann mehr tun, und da muss ich das kurz ergänzen, als die Naturforscher. Weil ihr Objekt der handelnde Mensch ist, so begleitet unser Geist jede zutreffende Beschreibung, die sie von den Vorgängen in seinem Bewusstsein gibt, mit der zustimmenden Äußerung, dass es so sei, und mit dem zwingenden Gefühl, dass es so sein müsse. Und so wird die Beschreibung zugleich eine Erklärung, wenn es auch wahr bleibt, dass sie kein letztes Warum angibt, weil sie über das, was unbewusst auf das Bewusstsein wirkt, keinen Aufschluss bringt. Für all jene Akte, die im Bewusstsein mit dem Gefühle der Notwendigkeit vollzogen werden, braucht die Wirtschaftstheorie sich nicht erst zu bemühen, um durch lange Induktionsreihen ein Gesetz festzustellen, welcher jeder in sich selbst die Stimme des Gesetzes deutlich vernimmt. Welch ungeheurer Vorteil wäre es für den Naturforscher, wenn ihm die Stimmen der organischen und unorganischen Welt so deutlich ihr Gesetz verkündeten. Also der Vorteil, nochmal kurz zusammenfassend, ist, ne, Wissenschaft bedeutet für ihn, also reine Theorie, Gesetze zu formulieren. Und er sagt, super, wir sitzen direkt an der Quelle, da wir sozusagen uns Menschen selbst erkennen wollen und die Stimme des Gesetzes durch, was ich später noch erklären werde, eine Methode der Introspektion hören können. Doch, und das ist an dieser Stelle aus meiner Sicht entscheidend, spricht Wieser der Wirtschaftstheorie als Geisteswissenschaft nicht nur die Aufgabe zu, sich selbst zu erkennen, sich selbst zu verstehen, zu deuten und ja nichts Neues zu entwickeln, sondern es sei darüber hinaus ihre Aufgabe zu überzeugen, Aufgabe und Fähigkeit zu überzeugen. Mehr noch, es sei ihr Privileg. Nicht erschlagen lassen. Wo die Naturwissenschaften nur beweisen können, kann die Wirtschaftstheorie überzeugen. Sie kann die volle innere Zustimmung ihres Hörers und ihres Lesers erlangen. So hat denn auch die klassische Theorie zu ihrer Zeit einen Erfolg bei den Regierungen und bei den Massen gehabt, der in der Geschichte der Wissenschaft nicht übertroffen ist. Und die öffentliche Stimmung hat sich ihr erst abgewendet, als ihre Freiheitslehre gegenüber der emporkommenden kapitalistischen Macht versagte. Wenn heute der Sozialismus die Stimmen der Massen für sich gewonnen hat, so hat er seine Wirkung nicht zum geringsten Teile der theoretischen Kraft zu verdanken, mit der er seine Lehren verkündigt, die er aus Annahmen ableitet, welche ebenso pessimistischen Sinne idealisiert sind, wie die Annahmen der Klassiker es im optimistischen Sinne waren. Sollten diejenigen Parteien, die weder der klassischen noch der sozialistischen Theorie beitreten, auf die machtvolle Hilfe der Theorie ganz verzichten? Wie das klassische Zeitalter der Theorie der Freiheit, der Liberalismus, so fordert unser Zeitalter eine moderne Theorie, welche die praktischen Strömungen der Gegenwart nach ihrem wahren Sinne deutet, welche vor Optimismus und Pessimismus gleichmäßig bewahrt, Licht und Schatten sieht, welche die Gemeinsamkeit der Interessen, aber auch die Macht, den Kampf und das wirtschaftliche Übel erkennt, welche der Freiheit, aber auch den notwendigen Einschränkungen der Freiheit ihre theoretische Grundlage gibt. Also ich finde, hier sieht man sehr schön, wie er sozusagen versucht, nicht in das eine oder das andere Lager hinzukippen, sondern irgendwie einen Weg durch die Mitte zu finden. Und er formuliert hier eigentlich sein Programm, sein persönliches Anliegen, warum er Wirtschaftstheorie machen will. Bezieht sich dabei halt auf den Liberalismus unter anderem. Eine mit Wieser verstandene Wirtschaftstheorie könne überzeugen, da sich in ihrem Rahmen Theorie respektive der Theoretiker und die Rezipientin auf der Ebene der Psyche, des innig Vertrauten,
genauer gesagt auf der Ebene sozialer Gewohnheiten begegnen. Dies erfordere aus seiner Sicht eine angemessene Form der Formulierung ökonomischer Theorien, die Assoziation mit des praktischen Bewusstseins des Rezipierenden zulässt, weswegen er beispielsweise auf Mathe, auf Herleitungen, Formeln und so weiter verzichtet, sondern seine Theorien rein sprachlich formuliert, also die Hauptgesetze seiner Theorie. So, Wesen und Aufgabe der Wirtschaftstheorie, besser gesagt des Wirtschaftstheoretikers, ist es also, das Gesetz der gewohnten, immer wiederkehrenden Praxis zu erkennen und verständlich zu machen. Sie rekurriert dabei auf das zwingende Gefühl, auf eine intuitive Plausibilitätsempfindung gegenüber einer mit scheinbarer Notwendigkeit vollzogenen Bewusstseinsregung. Ihr Ergebnis ist eine Erklärung, und zwar die Erklärung des reinen Sinnes der Wirtschaft auf der Basis der Reflexion der gemeinen wirtschaftlichen Erfahrung, also Geld ausgeben, einkaufen, tauschen, handeln und so weiter, über das Subjekt hinaus. So, kommen wir sozusagen dahin, warum er sagt, warum es eine Gesellschaftstheorie braucht. Eine moderne Wirtschaftstheorie braucht daher, um überzeugend zu sein, zu ihrer Ergänzung eine vertiefte Theorie der Gesellschaft. Auch nach dieser Richtung hin reicht die Methode der Wirtschaftstheorie aus, die aus der Quelle der gemeinen Erfahrung schöpft. Das Wissen, welches jeder von sich und den anderen besitzt, enthält den ganzen Stoff, den eine solche Theorie der Gesellschaft braucht. Nochmal kurz drüber nachdenken. Das Wissen, welches jeder von sich und den anderen besitzt, also von sich und zum Beispiel allen, die hier im Raum sitzen, enthält den ganzen Stoff, den eine solche Theorie der Gesellschaft braucht. Aus der Wieserschen Bestimmung des Wesens und des Hauptinhalts der Wirtschaftstheorie ergeben sich ihre zwei zentralen Konstitutionsbedingungen, die uns im Folgenden beschäftigen wollen und sollen. Die Methode, die zu der Erkenntnis der Gesetze der Wirtschaft führen sollen, und die Gesellschaftstheorie, die diese Gesetze auf der Ebene der Erfahrung, die über den Einzelnen hinausgeht, verständlich machen soll. Kommen wir eigentlich schon zum zweiten Teil. Zur Methodologie. Ein ganz kleines Zitat. Kein Theoretiker kann sich seines praktischen Bewusstseins entäußern. Immer wird ihn bei seinen Spekulationen die Rücksicht auf den praktisch vertrauten Sinn mitleiten. Also immer, wenn man Modelle baut, immer, wenn man Annahmen trifft und so weiter und so fort. Sie wird ihm die Richtung seiner Forschung eingeben. Sie wird ihn dort, wo er dem praktisch vertrauten Sinne nahe kommt, durch die Vorstellung ermuntern, er sei auf dem richtigen Wege. Sie wird ihn dort zur Vorsicht mahnen, wo er in die Gefahr gerät, sinnlos oder widersinnig zu werden. Es hat niemals eine theoretische Schule der Ökonomie gegeben, die ohne die Mithilfe dieses psychischen Mitklingens gearbeitet hätte. Die psychologische Schule unterscheidet sich vor allem von allen Älteren nur dadurch, dass sie aus deren naiven Verfahren eine Methode gemacht hat. Hier ist der Quellenhinweis wichtig, also Wesen und Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie. Das ist das Werk, wo er den Schumpeter angreift und der Schumpeter sagt, komm, wir machen keine subjektive Methode, sondern wir machen eine objektive Methode. Und wir klammern alles aus, er nennt das Vorwissenschaftliche, was sozusagen vor der Formulierung von Annahmen funktioniert. Und der Wieser sagt, nee, das ist Quatsch, du kannst dich nicht sozusagen ausblenden. Deine Formulierung von Annahmen, von Prämissen, von Modellen beruht immer darauf, in welcher Gesellschaft du lebst, wie du aufgewachsen bist, welche gemeinen wirtschaftlichen Erfahrungen du teilst. Also er weist darauf hin, dass jeder Theoretiker immer auch schon Praktiker ist. Also Geld ausgibt oder was weiß ich macht. Die psychologische, in den Lehrbüchern oft subjektiv genannte Methode, richtet sich also auf diesen Bereich, den ich gerade erwähnt habe, des Vorwissenschaftlichen. Sie fasst den Theoretiker als Praktiker und das ihm und seine Wahrnehmung leitende praktische Gefühl der gewohnten Handlungsvollzüge ins Auge. Es ist das praktische Bewusstsein selbst, das die Erkenntnisquelle der psychologischen Methode darstellt. Der Ausgangspunkt des Theoretikers der Wirtschaft ist also sein Inneres, sein Bewusstsein, seine Psyche. Die Psyche des Menschen respektive der Wissenschaftlerin sei für die Theorie Quelle so leichter Zugänglichkeit und so unendlichen Reichtums und so zuverlässiger Reinheit, aus der der Schatz der allgemeinen wirtschaftlichen Erfahrung gehoben werden könne. Der Theoretiker hebt diesen Schatz über den Weg der Gedankenbeobachtung.
im Sinne einer Introspektion, einer Innenschau, die dem bereits oben erwähnten Gefühl der Plausibilität, der Intuition, der Sinnhaftigkeit gewisser Handlungs- und Tatsachenzusammenhänge folgt, also dem gesunden Menschenverstand. So, die Methode, diese psychologische Methode der Wirtschaftstheorie ist empirisch, sagt Wieser. Sie beruht auf Beobachtung, der Gedankenbeobachtung, und hat kein anderes Ziel als das, die Wirklichkeit zu beschreiben. Allerdings, sagt er, muss aber zugegeben werden, dass sie darauf verzichtet, die volle Wirklichkeit wiederzugeben, wie es die reine Empirie tut, die bis in alle Einzelheiten hinein naturgetreu bleibt. Den letzten Satz geben wir jetzt hier nicht ein. Doch was bedeutet Empirie in diesem Fall, wenn die Gedankenbeobachtung den primären Erkenntnisweg dieser Methode darstellen soll? Laut Wieser sind es die Erfahrungen, die den empirischen Charakter der Methode garantieren. Und doch ist der Bezug auf die Erfahrung keineswegs eines Handeln unmittelbar begleitenden Denkens, sondern wir können immer nur an den Erinnerungsbildern der Tatsachen oder dieser allgemeinen wirtschaftlichen Erfahrungen, die wir immer machen, an diese können wir immer nur anknüpfen, beziehungsweise ich zitiere weiter, die wir im Bewusstsein bewahren, in Gedanken beobachten. Jede unmittelbare Beobachtung der tätigen Psyche ist uns versagt. Also wir können das nur durch Erinnerung hochholen. Hier grenzt es sich auch von den Naturwissenschaften weiter ab. Ich zitiere weiter. Auch das Experiment ist uns durch die Natur unseres Objekts versagt. Was würden da die Experimental Economists zu sagen? Wir können es nicht einmal in den unbeschränkten Umfang anstellen, in welchem es der wissenschaftlichen Psychologie zur Verfügung steht. Also er grenzt sich sozusagen hier von der Psychologie wie von den Naturwissenschaften, die experimentell vorgeht, ab. Die Empirie, also die Erfahrungsfundiertheit der psychologischen Methode, gründet sich also in Erinnerungsbildern. Das ist auch interessant. Und zwar Erinnerungsbildern von gemeinen wirtschaftlichen Erfahrungen. Also wir könnten jetzt sozusagen hier eine kleine Umfrage machen, wenn man jetzt sagt, okay, was versteht ihr unter wirtschaftlicher Erfahrung, und einfach mal, vielleicht machen wir das später im Gespräch, einfach mal hören, was da so rauskommt und wo es hier und wo der gemeinsame Nenner liegt. Die Empirie dieser psychologischen Methode ist laut Wieder insofern keine reine Empirie, da sich der Theoretiker im Rahmen seines Erkenntnisprozesses mit idealisierenden und isolierenden und von daher äußerst abstrakten Annahmen behelfen muss. Diese würden dazu dienen, die umfangreiche Größe und Vielfalt der Erinnerungsbilder zu bewältigen und stets den Sachverhalt und den Vorgang der Gedankenbeobachtung, der Introspektion zu kontrollieren und für andere nachvollziehbar zu machen. Die psychologische Methode nach Wieser umfasst also nicht nur eine Innenschau, sondern die bereinigenden Schritte der Konstruktion von äußerst abstrakten Annahmen durch die Isolierung und Idealisierung, die dann in einem zweiten Schritt auf dem Weg der abnehmenden Abstraktion über die Aufhebung von Ceteris Paribus-Bedingungen, da seid ihr jetzt alle Experten, wieder ihrem Ausgangspunkt der Wirklichkeit näher gebracht werden sollen. Also wir haben wie so einen Bogen, die allgemeinen wirtschaftlichen Erfahrungen, ne, Geld, was auch immer, stehen hier, die hat man irgendwie erinnert. Und dann findet er es aber alles noch ein bisschen konfus, ein bisschen unwissenschaftlich vielleicht, und hebt es sozusagen über diesen Prozess der Reinigung, das ist die reine Theorie, über isolierende und idealisierende Annahmen auf eine Ebene und eine Sprachlichkeit, die der wissenschaftlichen Gesetze entspricht. Und wenn man das dann anwenden will, ne, wir hatten das vorher in den Lehrbüchern gehört, Testing and Applying Economic Models to the World, wird dann sozusagen, was eher absteigende oder abnehmende Abstraktion nennt, werden sozusagen Stück für Stück diese ja, realitätsmindernden Prozesse des Annahmenmachens gelockert, und man kommt sozusagen seiner Idee nach wieder hier vorne aus bei der allgemeinen wirtschaftlichen Erfahrung oder der Realität, aus der sie kommt. Nun noch einen ganz kurzen Satz, damit wir das auch gut verstehen, was bedeuten isolierende und idealisierende Annahmen. Während die isolierten Annahmen weniger als die volle Wahrheit enthalten, fügt der Theoretiker den idealisierten Annahmen etwas hinzu, sodass sie, ich zitiere, mehr als die Wahrheit enthalten. Wieser weist an dieser Stelle auf Léon Walras hin, den ich schon erwähnt hatte, ein maßgeblicher Vertreter des französischen Flügels der Grenznutzenschule, der sich derselben Methode der Idealisierung und der Isolierung bediene. Er sagt, wir machen Idealtypen und also idealisierende Annahmen und wenden die an. Also für ihn gibt es noch gar kein Testing sozusagen.
Doch wie genau werden die Annahmen aus den in der Erinnerung beobachteten Erfahrungen generiert? Was genau fügt der Theoretiker den idealisierten Annahmen, die mehr als die Wahrheit enthalten sollen, hinzu? Woher nimmt er das, was er hinzufügt? Und welche Kriterien legen Maß an seine Entscheidung? Wie steht es um die Entscheidungskriterien bei dem Abstraktionsvorgang der Isolierung? Diese Fragen stellt und beantwortet Wiesa nicht und lässt somit einen Teil des Auftakts der Bildung einer reinen Wirtschaftstheorie, die zugleich eine empirische Wirtschaftstheorie sein soll, weitestgehend im Dunkeln. Eine auf der psychologischen Methode beruhende Wirtschaftstheorie umfasst also vorrangig die Erkenntnis eines allgemeinen, welches, so Wiesa, vorrangig wirtschaftliche Erfahrungen wie der Tausch oder der Umgang mit Geld seien. Die Wirtschaftstheorie sei, so Wiesa, angewandte Psychologie und, ich zitiere weiter, Psychologie ist Menschenkenntnis in abstracto. Ihre Aufgabe, dieser psychologischen Wirtschaftstheorie, ist die Erkenntnis nicht des einzelnen Menschen in seiner individuellen Einzigartigkeit, sondern die Einheit, die ihnen mit allen anderen gemein ist, die allgemeine wirtschaftliche Erfahrung. Doch darf diese Psychologie des Gemeinen, so habe ich das ein bisschen genannt, laut Wiesa nur eine Psychologie der Oberfläche sein? Denn anders als die wissenschaftliche Psychologie, von der er sich wie von der Physiologie vor allem in seiner Replik auf Schumpeter abgrenzt, betrachte die psychologische Methode in der Wirtschaftstheorie die Entstehensursachen und Hintergründe des Zustandekommens der Bewusstseinsregung, dieses praktischen Gefühls, ihre Erkenntnisquelle darstellen, nicht. Also nochmal kurz auf den Punkt gebracht, was er hier sagt, dass die Beschaffenheit des Ursprungs dieser Erkenntnisquelle, die er explizit ausweist für die Wirtschaftstheorie, ist nicht Gegenstand der wissenschaftlichen Reflexion. Da müsste man ihn jetzt fragen, ob er nicht einfach sozusagen diese Grenze der Reflexion weiter nach unten schiebt, als die er schon bei Schumpeter kritisiert. Diese rechnet er in seiner Replik an Schumpeter dem Unbewussten, dem Unbetretenen, nicht zu Betretenen zu und bricht an dieser Stelle sämtliche weitere erkenntnistheoretische wie philosophische Reflexionen über das Warum, die Beschaffenheit seiner Erkenntnisquelle, also diesen allgemeinen wirtschaftlichen Erfahrungen ab. An einer Stelle jedoch gibt Wiesa einen Hinweis über seine Auffassung zu diesem Warum, der uns zu dem nächsten Punkt in der Präsentation, auch der letzte Punkt, der Darstellung der Wiesaschen Gesellschaftstheorie führen soll. Auf die Frage nach dem letzten Warum, auf die Frage, wie es kommt, dass ich denke und nach gewissen Regeln denke, werde ich mir vielleicht im letzten Grunde mit Lichtenberg antworten müssen: Es denkt. Das Bewusstsein arbeitet unbewusst und kann sich keine Rechenschaft darüber geben, warum die Tatsachen in ihm hervortreten und verschwinden. Es gibt noch ein Etwas unter der Schwelle des Bewusstseins, wovon dieses abhängig ist, das wir nicht beherrschen und das unserem Sinne so fremd ist wie die äußere Natur. Aber was ist dieses Es, das in einem denkt und so fremd ist wie die äußere Natur? Finden wir hier etwa Hinweise über die Beschaffenheit der Erkenntnisquelle der psychologischen Methode? Woher kommt die Stimme des Gesetzes, die dem geisteswissenschaftlichen Wirtschaftstheoretiker so reiche und reine Erkenntnis beschert? Die Gesellschaftstheorie Wiesas mag uns hier einen gewissen Einblick geben. Kurz zum Menschenbild. Die Individuen, welche die Gesellschaft zusammensetzen, sind die alleinigen Träger alles Bewusstseins und allen Willens. Im Individuum müssen die Dispositionen nachgewiesen werden, durch die es sich dem gesellschaftlichen Gefüge verbindet. Die Verzahnungen, wenn man so sagen darf, durch welche der feste Zusammenschluss geschaffen wird, der als gesellschaftliche Einheit wirkt und der zugleich der Untergrund für den Aufbau der gesellschaftlichen Macht ist. Hiermit ist Wiesas Anspruch an und Ausgangspunkt von seiner Gesellschaftstheorie formuliert. Auch wenn er den Individualismus des wirtschaftlichen Liberalismus kritisiert, kann auch Wiesa nicht hinter einen in einem gewissen Maße selbstständigen, mit einem Willen behafteten Individuum zurück und baut von dort seine Gesellschaftstheorie auf.
Er skizziert ein Individuum, das zwar mehr oder weniger selbstständig, aber in bedeutendem und entscheidendem Maße einer Gesellschaft, auf eine Gesellschaft angewiesen ist. Also er hat das Bild eines gesellschaftlichen, sozialisierten Individuums. Es sei ein gesellschaftlicher Trieb, in seinen Worten, der das Individuum aus seinem eigenen Schwächegefühl, seinem Egoismus oder, letztes Zitat, seinem Selbsterhaltungstrieb zur Gesellschaft treibe. Darüber hinaus sei das Individuum maßgeblich bis ins Innerste und Privateste hinein von der Gesellschaft geprägt und das Individuelle, das Einzigartige von jedem, ergebe sich seiner Auffassung nach durch, Zitat, die besondere Gestaltung eines typischen Wesens, welches jedoch wiederum durch die gesellschaftliche Ordnung vorgegeben sei. Also Selbstständigkeit, sagte vielleicht am Anfang, aber doch in einem ganz großen Maße ist dieses Individuum vergesellschaftet. Von der Gesellschaft bestimmt seien nicht nur die Kenntnisse und Fertigkeiten, die Bedürfnisse oder sogar das Existenzminimum eines Menschen, welches er als solches empfindet, sondern, das erste Zitat, selbst die Sinne der Menschen sind gesellschaftlich erzogen. Das Sehen ist nicht bloß ein physiologischer Vorgang auf der Netzhaut, sondern es ist zugleich ein Deuten des wahrgenommenen Bildes, das mit den Erinnerungsbildern früherer Wahrnehmungen verglichen und dadurch auf seinen Inhalt festgestellt wird. Auch das Innerste des Menschen, das Ich-Gefühl, das zweite Zitat, durch das sich der Mensch in seinem Innersten als ein von den anderen völlig abgesondertes Wesen erkennt, wird durch gesellschaftliche Mächte erzogen und erhält dadurch eine Richtung, dass es nicht mehr rein persönlich ist. Gerade das, was ein Individuum in einer Gesellschaft zum scheinbar einzigartigen Subjekt macht, ist, so Wiesers Meinung, gesellschaftlich bestimmt. Dieses eignet sich, diese Identität, dieses Ich, laut Wieser über die Übung in der Nachfolge von Vorbildern und Lehren, regelmäßige Wiederholungen eben dieser, die in seiner Wahrnehmung Erfolg versprechen, an und dies zudem mit dem Gefühl, dass diese errungenen Eigenschaften seine ganz persönlichen und seine ganz eigenen wären. Das Individuum wird also mittels eines Ensembles gesellschaftlicher Gewohnheiten, Konventionen, Wertmaßstäben zum Subjekt und damit zum Teil einer Gesellschaft. Das Bewusstsein, so Wieser, hat ungezählte Einbruchspunkte, durch die es gesellschaftlichen Einflüssen zugänglich ist, welches bis in seine Tiefen hinein in gesellschaftlich gezogene Bahnen leiten. Wir wollen jetzt nicht betonen, dass die Anschauungen der durch die gleiche Kultur erzogenen Menschen uniformiert werden, sondern, so sagt er, wir wollen nur bei dem einen verweilen, dass das gesellschaftlich erzogene Individuum sich mit seinem Bestreben, dem eigenen Ich zu dienen, mit seinem Egoismus, in einem überaus hohen Grade in die Gesellschaft einordnet. Sein Ich-Gefühl ist nicht befriedigt, wenn es sich nicht in allen Hauptbeziehungen mit der Gesellschaft einig findet. Also eigentlich ein Paradox. Wieser begreift also die Sozialisation des Individuums, wie es Teil einer Gesellschaft wird, seine Subjektivierung, hier haben wir dieses scheinbare Paradox, als einen Vereinigungsprozess. Im Zuge dessen habe das Individuum ein freiwilliges Opfer, ein sogenanntes Sacrificium Voluntatis, seiner Selbstständigkeit zu bringen. Er gibt sozusagen seine Selbstständigkeit auf, um Teil der Gruppe, Teil der Kultur, Teil der Clique, Teil der Gesellschaft zu sein. Erst dann könne der für die Konstitution einer Gesellschaft entscheidende, gleichgerichtete Geist der vielen, in dem auch ihr Wille vereinigt ist, entstehen. Die Integration des Individuums, des Einzelnen in die Gesellschaft der vielen, erfolgt also über eine Integration des Bewusstseins, der Psyche des Einzelnen, ihrer Seelen, wie Wieser sagt. Diesen Vergesellschaftungsprozess begreift Wieser wesentlich als Machtprozess. Und hier kommt der Soziologe raus. Die Menschen stehen unter dem Gesetze der Macht. Das ganze gesellschaftliche Wesen wird durch die Macht regiert. Sie ist der höchste Wert, nach welchem die Völker streben und nach welchem sie gezählt, gewogen und gerichtet werden, so Wieser. Doch ist es nicht, wie man in aller Regel annimmt, die äußere Macht, die alles entscheidet, sondern im letzten Grunde ist es die innere Macht. Der Kern der Machterscheinung, der, wie er geschichtlich nach und nach ausreift, das Gehäuse der äußeren Macht sprengt und unter dessen Schutz er seine Reife gewinnt. Doch was ist diese innere Macht? Wie wirkt sie auf Individuen und welche Rolle spielt sie hinsichtlich des Es, welches wir irgendwie noch versuchen zu verstehen?
Welche Gesellschaft hat Wieser vor Augen, wenn er sich an diese subjektivierende Sozialisierung des Individuums überhaupt denkt? Die Grundlage seiner Gesellschaftstheorie. Die Erscheinungsform der Gesellschaft, auf das Wieser in seiner Gesellschaftstheorie rekurriert, ist das Phänomen der Masse, welches im ausgehenden 19. Jahrhundert vor allem durch die Arbeiten von Gustave Le Bon mit Blick auf die Diskussion um Demokratie als Regierungsform große Aufmerksamkeit findet. Die Masse ist für Wieser ein spezifischer Zustand einer Gesellschaft des Zusammengedrängtseins, der entsprechend auch die Subjektivierungsform der Individuen in dieser Zeit verändert. Eine Masse besteht nach seinem Verständnis aus vollends atomisierten, vereinzelten Individuen, die als Masse nicht auf ihre bilateralen Verständigungsgewohnheiten, also wie man miteinander irgendwie klarkommt, zur gemeinsamen Willens- und Entscheidungsfindung zurückgreifen können. Sie sind einfach völlig vereinzelt in dieser Situation. Das heißt, er versteht sie, also das Individuum in der Masse, als völlig orientierungslos und handlungsunfähig. Aus dieser vermeintlichen Tatsache des Zustands der Masse leitet Wieser die Notwendigkeit einer Führung her und eines Führers. Auf diese hier will ich nicht weiter eingehen, ist aber auch sehr interessant. Mit einer derart konstituierten Gesellschaft vor Augen entwirft Wieser im Rahmen seiner Gesellschaftstheorie sein Verständnis von Macht. Im Fokus liegt, wie wir bereits gerade gesehen haben, die Frage nach den Kräften des Zusammenhalts. Also wie soll in so einer Gesellschaft, wo irgendwie die Individuen vereinzelt sind, überhaupt eine Kohäsion, ein Zusammenhalt stattfinden? Dieser Zusammenhalt, diese Kohäsion sei laut Wieser zum einen durch die gesellschaftliche Ordnung in Schichtungen oder Klassen gegeben, die ebenso wie durch die Arbeitsteilung entstehende Ordnung dem Einzelnen seine Identität, seinen Platz in der Gesellschaft zuweisen und seinen verhältnisentsprechenden Platz in der Gesellschaft bestimmt, ihm aber auch Schutz vor dem großen Getriebe der Masse gewähre. Zum anderen, und das interessiert uns jetzt, wird dieser Zusammenhalt, diese Kohäsion durch die, was er als innere Macht bezeichnet, hergestellt. Für alle im Sprachgebrauch ausgesagten Machterscheinungen trifft ohne Ausnahme auf das Genaueste die Deutung zu, die Spinoza gibt, wenn er die Macht als Herrschaft über das menschliche Gemüt definiert. Und ebenso bedeutet gesellschaftliche Macht, um die es uns bei unserer Untersuchung zu tun ist, die Herrschaft über die Gemüter in einer Gesellschaft. Bei der inneren Macht ist diese Beziehung auf das Gemüt, auf das seelische Fühlen und Wollen von vornherein klar. Die Rechtsmacht und die sittliche Macht, die Macht des Glaubens, des Wissens, der Ideen und geistigen Bewegungen aller Art und nicht anders die Macht der Gewohnheit, selbst die der äußere Sitte, beruhen auf Eindrücken, die im Gemüte wirken. Also die hier angesprochene innere Macht und die genannten Beispiele verweisen auf den Prozess, den wir zu Anfang im Rahmen der Erläuterung des Wiesersschen Menschenbildes als Subjektivierungs- respektive Gesellschaftungsprozess kennengelernt haben. Dieser integrative Moment, der ein Individuum zum Mitglied einer Gesellschaft werden lässt, sei es, der den Geist des Individuums gleichsam ausrichte. Dabei wirke sie als gesellschaftliche Macht, also diese innere Macht, die alle zusammenhält in dieser vereinzelten Geschichte. Diese gesellschaftliche Macht wirke als eine der Freiheitsmächte, die im Gegensatz zu Zwangsmächten, ich zitiere, vom Individuum als Hilfe empfunden werden, die ihm die Behauptung und Entwicklung seines Wesens erleichtern. Man fühlt sie als Erhöhung der eigenen Kraft. Man fühlt kaum, dass man durch sie beherrscht wird. Je tiefer ihre Gewalten in die Herzen der Menschen eingebettet sind, umso weniger fühlt man sie als solche, umso freudiger vollzieht man ihre Gebote und gerade dort, wo man vollständig überwältigt ist, wo man im Innersten zur Zustimmung bereit ist, glaubt man erst recht frei zu sein. Die wahre Freiheit ist nicht volle Ungebundenheit, sie ist vielmehr ein gesellschaftlicher Zustand des Individuums. Könnte man jetzt ein ganzes Seminar darüber halten, über dieses Zitat? Machen wir nicht, wir kommen zum Ende. Ein besonderer Träger dieser auf das Innere gerichteten Freiheitsmacht, dieser inneren Macht, die wir gerade beschreiben und versuchen zu verstehen, ist nach Wieser die anonyme Führung. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass die von ihr ausgehende anonyme Macht nicht unmittelbar auf Personen rückführbar sei, aber dennoch von Personen getragen werde. Dazu zählen die Beispiele, die wir vorhin bereits bei Wiesers Definition von Macht gesehen haben. Rechtsmacht, sittliche Macht, die Macht des Glaubens, des Wissens, der Wissenschaft, der Ideen und geistigen Bewegungen aller Art und nicht anders, und das ist für uns hier total wichtig, die Macht der Gewohnheit.
alle diese inneren anonymen Freiheitsmächte stehen für das, was Visa herkommen. Ich habe das Wort nirgends gefunden und kenne es auch nicht. Also ich vermute mal, dass er Herkunft meint oder Tradition oder Kultur nennt. Dafür stehen die. Sie tradieren so Visa mit der Verbindlichkeit der damit verbundenen Entscheidung, ob man jetzt einer Gesellschaft, einer Clique, einer Gruppe zugehört oder nicht, soziale Gewohnheiten. Die Gewohnheiten des Denkens und Handelns laut Visa für das Individuum nur in äußeren Fällen, äußersten Fällen als solche ins Bewusstsein gerufen und verändert werden können, entzögen sich diese gesellschaftlichen Gewohnheiten, die über die Kohäsionskräfte in einer Gesellschaft auf das Subjekt wirken, weitestgehend der Gestaltbarkeit. Also man kann sie weder als solche begreifen, noch kann man sie gestalten. Die Dinge des Herkommens scheinen der persönlichen Willkür überhaupt entrückt. Und nicht selten hat man, unfähig ihr Dasein zu erklären, ihren Ursprung in das geheimnisvolle Dunkel der frühesten Geschichte verlegt oder selbst überirdischen Mächten zugeschrieben. Diejenigen von ihnen, die, wie zum Beispiel der Gebrauch des Geldes, sinnvolle Einrichtungen sind, lernen wir durch das Herkommen so mechanisch ausüben, dass wir Mühe haben, uns ihres Sinnes voll bewusst zu werden. Und dass es erst einer Störung oder Änderung der Verhältnisse bedarf, um die Grenzen ihres zweckmäßigen Gebrauches genauer zu ziehen. Andere, die an sich, wie man sagt, konventionell sind, im strengen Verstande sind sie es allerdings fast niemals, wie zum Beispiel, dass gerade dieser oder jener Wortklang diese oder jene Bedeutung empfangen hat, werden uns durch Gewohnheit mit der ihnen einmal beigelegten Bedeutung so verbunden, dass wir sie ohne diese gar nicht mehr denken können. Äußere Übung und innerer Sinn verschmelzen in einem unlösbaren Eindruck. Das laut Visa in einem Menschen denkt, die Stimme des Gesetzes, des Gegenstands der Geisteswissenschaften und also auch der Wirtschaftstheorie laut Visa ist, so dürfen wir nach dieser Interpretation der Gesellschaftstheorie vermuten, ist die innere anonyme Freiheitsmacht der sozialen Gewohnheit. Dieses Es scheint das Allen in einer Gesellschaft gemeine zu sein. Das Es ist dabei konstitutive Bedingung der Gesellschaft und des Gesellschaftlichen überhaupt, dass sich der Einzelne anzueignen hat, wenn er Mitglied dieser Gesellschaft, dieser Kultur, dieser Gruppe sein will. Sein Ort ist der Geist, das Gemüt, das Herz, das Bewusstsein, die Seele des Einzelnen. Im Austausch mit anderen Mitgliedern einer Gesellschaft, anders gesagt einer Volkswirtschaft, kann der Einzelne diese Stimme verbalisieren, in den geteilten Erfahrungen erinnern, verifizieren oder konkretisieren. Doch erscheint, so sagt Visa, wenigen vergönnt, diese gesellschaftliche Bande als solche, als Machtphänomen zu verstehen, denn sie seien, so Visa, feste Ufer des Gedankens, die nur von wenigen selbstständiger Denkenden durchbrochen werden können. Die Ordnung des Wahren, Guten, Schönen, des Denkens, Fühlen und Wollens sind solche Wege der Geister. Ihre Berechtigung ist außer Frage, sie ist außer Streit gestellt. Wer nicht eine besondere, zugleich bedeutende und seltsame Kraft der Anschauung besitzt, kann nur mit ihnen denken oder er wird gar nicht denken. Fassen wir zusammen. Visas Wirtschaftstheorie versteht sich als Geisteswissenschaft, die der Selbsterkenntnis eines theoretisierenden Praktikers dient und überzeugen kann. Also, der Gegenstand der Wirtschaftswissenschaft ist die allgemeine wirtschaftliche Erfahrung, Austausch mit Geld, was sozusagen ins Bewusstsein rückt, wenn man irgendwie daran denkt, was das sein könnte, Wirtschaften zum Beispiel. Ihr Gegenstand ist das Allgemeine, die Gewohnheit wirtschaftlicher Interaktion. Der Wirtschaftstheoretiker hat Zugriff auf diese Erfahrungen, seine Empirie, über eine intuitive Introspektion in das Innere seines Selbst. Diese sogenannte psychologische Methode befragt im Rahmen ihrer nach innen gerichteten Gedankenbeobachtung die Stimme der sozialen Gewohnheiten, dieser allgemeinen wirtschaftlichen Erfahrung, die als vergesellschaftende Macht, wir hatten es geklärt, ne, innere anonyme Freiheitsmacht, besonders deutlich und zudem als die Stimme eines Gesetzes zu hören sei, einer Notwendigkeit. Die Erinnerung an sie und an die Erfahrungen, in denen sie in die Erscheinung tritt, ist die Empirie psychologischer Wirtschaftstheorie nach Visa. Als Psychologie des Gemeinen, wie ich es nenne, versucht sie, sich über den Verlauf des eigenen Handelns Rechenschaft zu geben. Wir erinnern uns daran, was er gesagt hat, Wirtschaftstheorie entwickelt nichts Neues, sondern versucht, das zu verstehen, was man sozusagen gewohnt ist zu tun.
Zu den Geisteswissenschaften gehören, beansprucht sie nach Wieser, den Weg zur Selbsterkenntnis zu weisen, indem sie versucht, die das Selbst als solches maßgebliche prägende soziale Gewohnheiten, die nichts anderes seien als das Gesetz des Selbst, zu begreifen. Die Erkenntnis dieser sozialen Gewohnheiten als Gesetz des praktischen Bewusstseins, als Gesetz dessen, was sozusagen die Erkenntnisquelle der Wirtschaftstheorie nach Wieser irgendwie darstellen soll, bedarf laut Wieser einer gewissen Geschicklichkeit, eines stillen und besseren Wissens, wie er sagt, und stellen bei Mangel dieser Geschicklichkeit die Grenze der Selbsterkenntnis dar. Es bleibt bei Wieser offen, wem diese Geschicklichkeit überhaupt zukommt. Wer hat das Privileg, sozusagen hinter diese gesellschaftlichen Erfahrungen zu schauen und diese zu verstehen? Wer ist letzten Endes selbstständiger als die anderen und kann freier denken als die vielen? So ist dies ein erstes Fragefeld, auf das uns Wieser schickt. Wenn Wirtschaftstheorie eine Wissenschaft sein soll, die sich auf die Erfahrungen der Menschen bezieht, so gilt es erkenntnistheoretisch wie methodologisch die Bedingungen der Möglichkeit und Wege der Erkenntnis des praktischen Bewusstseins zu klären. Und ich habe jetzt zum Abschluss meines Vortrags noch drei knappe Folien mit Fragen, die sich meines Erachtens zum einen aus sozusagen der Erläuterung des Wieserschen Verständnisses von Wirtschaftstheorie ergeben und die uns sozusagen als Inspirationsquelle dienen können. Und das sind die folgenden. Was bedeutet es, den Menschen oder Menschliches als Gegenstand der Wirtschaftstheorie anzuerkennen? Was bedeutet es, als Mensch Menschliches zu erkennen? Ne, das geht dann in die Richtung, dass Geisteswissenschaften überzeugen, dass sozusagen da eine Verbindung zwischen dem Gegenstand und dem Erkennen besteht. Wo liegen Grenzen der Erkenntnis und sind diese Grenzen verschiebbar? Das ist die Diskussion zwischen Schumpeter und Wieser. Ne, also wo ist das Vorwissenschaftliche, wo ist das Dunkle, was man anscheinend nicht mehr reflektieren kann? Was bedeutet es, reine Gesetze von menschlichen Interaktionen zu formulieren? Was bedeutet es, Wirtschaftstheorie als Natur-, Sozial- oder als Geisteswissenschaft zu begreifen? Da erinnern wir uns jetzt an die Lehrbücher. Welche Rolle spielt das Menschenbild für das Verständnis einer Wissenschaft und für die Haltung einer Wissenschaftlerin? Welche Bedeutung haben soziale Gewohnheiten, wie der Umgang mit Geld für die Wirtschaftswissenschaften? Also ihr kennt die ganzen Umfragen, die jetzt hier 5 Euro wollen, 10 Euro bieten sozusagen dafür, dass man da an diesen Umfragen teilnimmt. Welche Rolle spielt das sozusagen für die Theoriebildung der Wirtschaftswissenschaften selber? Was bedeutet es anzuerkennen, dass der Wirtschaftswissenschaftler selbst auch diesen Umgang mit Geld zum Beispiel pflegt? Was bedeutet das für seine theoretische Reflexion? Geht das besser, geht das schlechter? Welche Konsequenzen hat das für eine Wissenschaft, die gesellschaftliche Gewohnheiten transformieren will? Also in der oder der Form, da kann man sich jetzt streiten, aber wir haben ja diese ganze Diskussion um transformative Wirtschaftswissenschaft, um transformative Wissenschaften überhaupt. Ja, welche Konsequenzen hat das für eine Wissenschaft, wenn sie sich sozusagen als wirkmächtig empfindet? Hier das Stichwort Überzeugungskraft. So, meine letzte Folie. Grundfragen, die ich jetzt sozusagen nochmal mit Rückgriff auf die Erläuterung der ökonomischen Lehrbücher und die Grundfragen, die ich da schon irgendwie gesammelt habe. Es gibt noch viele weitere, möchte ich jetzt hier nochmal zusammenführen mit den Fragen, die ich irgendwie als Impuls von der Beschäftigung mit Wieser mitnehme. Was ist grundlegend für das Wissenschaftsverständnis der Ökonomie? Ihr Gegenstand? Was das auch immer sei? Ihre Methode? Oder etwas, von dem wir noch gar nicht gehört haben? Wonach richtet sich die Haltung des Wissenschaftlers und der Wissenschaftlerin? Auf was muss sie reflektieren? Das ist meine letzte Frage. Auf was hin wird sie oder er befähigt in so einem Studium wie hier? Und wie wird die Wirkung der Wissenschaft auf den Erkennenden, auf das Erkannte, aber auch auf die Gesellschaft, Recht und Politik verstanden, reflektiert? Und wie wird damit umgegangen? Ich bedanke mich für eure tapfere Aufmerksamkeit und freue mich auf ein gemeinsames Gespräch.